Guten Morgen, Leute. Naja, was heißt guten Morgen? Schon 11.30 Uhr und ich bin wieder mal in Sha'an im Thai Bamboo Guesthouse. Diesmal ist Koi mit von der Partie. Die schläft den Schlaf des Gerechten. Und ich warte auf Rüdiger. Der schminkt sich gerade noch. Da kommt Rüdiger. Frisch geduscht und geschminkt. Was machst du denn hier? Ich dachte, du bist in Chiang Mai. Nee, bin schon wieder zurück. Ich habe schlimme Sachen gehört. Du veranstaltest hier wilde Poolpartys. Wilde? Naja, Poolpartys ja, aber wild ist relativ. Relativ? Nee, aber ihr habt eine Poolparty gemacht oder so. Wir haben Montag eine Party hier gehabt. Engländer waren hier. Auch andere Nationalitäten, aber hauptsächlich Engländer. Und dann haben wir hier ein bisschen deutsche Getränke kaputt gemacht. Ja, soll passieren. Jägermeister. Habe ich erwähnt, Jägermeister, oder? Ja, klar. Also, nicht, dass er darunter geht. Und sowas machst du jetzt öfter? Ich bin immer für eine Party offen. Also, wenn du Partys feiern willst, gerne. Also Wiederholungstäter, sozusagen. Ja. Und ich glaube, eine Hochzeit ist hier geplant, ne? Eine Hochzeit für 50 Leute haben wir ja auch schon gehabt. Also wir haben schon einige Feiern hier ausgerichtet. Also vielleicht wäre das eine Alternative momentan zum Gästehausbetrieb. Man muss gucken, wie man über die Runden kommt. Irgendwie, klar, schauen wir mal. Entweder verkaufen oder Partys machen. Oder erst verkaufen und dann Partys machen. Ja, wäre vielleicht die richtige Reihenfolge. Könnte auch passieren, ja. Weswegen ich ja eigentlich gekommen bin, wie sieht es mit Currywurst heute Abend aus? Currywurst haben wir. Ausreichend vorrätig? Currywurst im Hardware-Café immer da. Alles klar, dann fahren wir da heute Abend mal hin und möchte mir eigentlich noch mal diesen Süßkram kaufen da am Königsprojekt. Ja. Und dann mal sehen. Und ich glaube, ein Abonnent von mir, der Laios, der baut hier oder so mal vorbeifahren. Genau, der wohnt hier gerade bei uns und der baut hier keine zwei Kilometer entfernt hier. Schauen wir auch mal vorbei. Können wir vorbeischauen und dann gucken wir nach deinem Haribo, ob du wieder glücklich bist. Genau. Karl, heute mal wieder viel faul bei der Hitze. Nichts anderes hier wohnt von ihr. Alles zusammenpacken, Koi. Und zack, zack. Ja, Leute, gerade bekamen wir schon einen gewaltigen Schrecken. Die kleinen Stände mit den Süßigkeiten waren vorher auf der anderen Straßenseite, sind umgezogen. Und jetzt hier. Und da ist Rüdigers Favorite Shop. Egal wo, sind alle gleich, ja? Haben alle das gleiche. Gleiche Produkte, ne? Aber wir haben letztens hier gekauft, oder? Ja, schauen wir mal. Wir bekommen wieder was zum Probieren. Und mein Vorwand war ja eigentlich, Koi das Ganze mal zu zeigen. Aber ich bin auf der Suche. Ich habe hier letztens Süßigkeiten gekauft. Und die aß ich noch am gleichen Abend weg. Sehr lecker. Mal gucken, wo die sind. Schmecken so ähnlich wie Haribo. Mal drauf hier, Haribo. Genau, da sind sie ja. Die schmecken echt klasse, die Dinger. Hoch, da steht Haribo. Genau. Wir probieren es mal doch durch alles durch. Ja, ich kenne das ja auch nicht. Muss ja probieren. Ja, nee, von denen nehmen schon wieder welche mit, ja. Ja, ne? Ja, die sind so ein bisschen sauerlich, ne? Ja, Karl möchte davon haben und davon. Und ich nehme da 2 Kilo. Ja, ich futter mich hier schon mal durch. Wie gesagt, muss noch ein bisschen Platz lassen für die Currywurst. Rüdiger schimpft wieder. Schlecht bemessen, meint er. Nee. Karl schlägt wieder zu. Ja, die sind verdammt teuer hier, die Cashewnüsse. Ja. Also was heißt verdammt teuer? Also hier sind sie günstig, aber sind halt sehr teuer. Ja, nicht, dass er meint, wir probieren nur hier rum. Also Rüdiger kauft ein und auch wir. Und auch hier beklagen sich die Leute darüber. Es ist einfach nichts zu tun. Am Wochenende ein paar Teils, die hier hinkommen, aber ansonsten kaum Einnahmen. Davon geht auch nochmal mit.
Die เอาอะไรคะ2มัน20บาท50บาทมารู้เอา50ไปละ20บาท20บาท20บาทผมแกเอา2ขีด50เดี๋ยวให้2ขีดครึ่งโอเคโอ้โหก็ไปได้เนาะ Ja, das ist Ananas mit Zucker und Chili. Schmeckt irgendwie klasse das Zeug, muss ich sagen. Ja Leute, ich bin jetzt hier auf dem Stück Land, das mein Abonnent sich gekauft hat und ist der Anfang der Bauphase. Die haben heute gerade mal angefangen, wurden diese Pfosten gesetzt für den Baustrom. Ziemlich groß das Ganze, ich glaube 3600 Quadratmeter, muss ich schon noch mal genau erkundigen. Ich werde das ganze Projekt mal im Auge behalten. Jo Leute, wir gehen mal kurz was essen. Rüdiger fuhr zwischenzeitlich nach Hause. Wir sehen uns später wieder im Hardwork Café. Und wir gehen mal was essen hier. Es gibt riesen Portionen. Und ihr habt ja eben das Grundstück gesehen, das ich mal kurz gezeigt habe und das von einem meiner Abonnenten gekauft wurde. Und da kann man mal wieder sehen, wie Phalanx von anderen Phalanx, na sagen wir mal, übervorteilt werden. Da ging es um 200.000 bis 300.000 Baht, die sich dann jemand in die Tasche stecken wollte. Und demnächst gibt es dazu ein ausführliches Video von mir. Kann passieren, die Kühe wollen nicht so wie die Kuhtreiberin das möchte. Die wollten hier ran. Einer hat sich da hinten irgendwo verirrt. Na also, geht doch. Ja Leute, das Anfangsszenario kennt ihr ja bereits. Der Markt, der jeden Mittwoch in Scham stattfindet und wir sind unterwegs zum Hardwork Café Currywurst essen. Wir sind natürlich mal wieder zu früh, gerade mal 16 Uhr. Wirklich los geht das hier um 17 Uhr. Auch im Hardwork Café laufen die Vorbereitungen noch. Und da ist er, Mr. Jägermeister. Wo hast du gesteckt? Oben. Noch eine Stunde geschlafen, ne? Habe ich versucht, aber ging nicht. Ich habe Kopfschmerzen. Hat nicht ganz geklappt. Das Wetter. Ich bin wetterfühlig. Oder jägermeisterfühlig. Ich weiß es noch nicht. Irgendwie habe ich ein komisches Gefühl. Da mal rein. Ich glaube, Rüdiger Flunkert, der war gar nicht zu Hause, sondern hat hier sein Zeug deponiert vom Markt. Jetzt kriegst du erstmal eine Maske. Hardwork Café. Ja. Ja, wow. Kriegst du geschenkt. Ja? Ja. Aus dem gleichnamigen Film. Wie heißt der? Hannibal Lecter. Ach, was du alles weißt. Aus dem gleichnamigen Roman Hardwork Café. Meine neue Maske gerade mal anprobiert. Ich kann mir nicht helfen, Leute. Irgendwie riecht die nach Jägermeister. Heute wohl etwas ruhiger als bei unserem ersten Besuch im Hardwork Café. Ist allerdings auch noch früh. Und da ist sie, meine Currywurst mit Kartoffelsalat, wie beim letzten Mal. Da habe ich mich echt lange drauf gefreut. So, langsam wird es voller. Einige Gäste eingetrudelt, auch auf dem Markt. Und Kai ist noch unterwegs zum Einkaufen. Ja Leute, mittlerweile 17.30 Uhr. Temperaturen etwas abgeklungen. War wieder ziemlich heiß heute. Und wir machen uns mal auf den Weg nach Hua hin. Falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal. Bewertet sie positiv. Bleibt mir alle miteinander gesund. Haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen.